Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Okay. Los, kommt. Los, kümmert euch um die. Lenkt sie ab. Können sowieso keinen hübschen Ärschen und Möpsen widerstehen. Ich bin entdeckt worden. Warum? Warum bin ich entdeckt worden? Warum? Keine Ahnung. Heilerdienste für die Schäfchen des Herrn. Ja, gut. Nicht viel Zeit. Da, lass die nicht entkommen. Oh, komm! Darf nicht entdeckt werden. Kommt, meine Freunde. Ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen eure Hühneraugen. Wie geht's? Mach dich aus dem Staub! Makifa, ist er von Sinnen? Ist er von Sinnen? Okay. Boah, da ist ja auch einer. Scheiße, ich habe nicht mehr viel Zeit. Warum geht das nicht? Nein! Nein, lass ihn in Ruhe! Du sollst runter! Warum die Kapuze? Jetzt spring doch runter, Eiland! Zack, Alter, es ist zum Heulen. Ich kenne ihn. Ich bin mir sicher. Lachu, da ist er! Auf ihn! Schmeißt gleich irgendwas gegen die Wände, hey, echt. Nein, den Controller nicht. Geht er kaputt. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granat. Es ist zum Heulen, Alter, echt. Ideal für die Leber. Gibt es denn kein Gesetz? Ah. Er wird sich den Hals brechen. Manchmal war ich echt böse bei dem Game. Es ist schon gut, aber es ist auch echt nervig. Jetzt hat's funktioniert. Warum nicht vorher? Echt? Verstehe das nicht. Gut. Fast wie angegossen. Assassin's Hitman. Jawohl. Dieser Moment ist von größter Wichtigkeit. Haltet die Formation. Macht keinen Fehler. Okay, Assassin's Hitman, Attentat auf den Spanier. Mal gucken, ob es erfolgt. Okay. Das sind echt viele. Geht was weg. Ich bin getarnt.
dürfen dies allerdings ohne Angst vor Strafe tun. Lol, man sieht das Fleischerbeil. Im Namen des Rates verkündet warum? Was? Bürger, die ihre Lagerkeller vergrößern wollen, zunächst Planungserlaubnis einholen müssen. Willst du mich eigentlich verarschen? Vorkommnisse wie in San Polo sollen verbieten und zu Widerhandlern bestraft werden. Im Namen des Rates der Zehn verkünde ich... Ich lauf doch in die Richtung, was willst du denn? Wohin des Weges? Information bleiben. Okay. Ich lauf nicht in die Richtung. Vor meinen Augen Unruhe zu stiften ist nicht sehr klug, Freundchen. Kann schnell tödlich werden, kapiert? Wer? Mach keinen. Lass mich mein Ding wieder aufheben. Wohin des Weges? Information bleiben. Boah, das Spiel, das hat so. Oh ja. Ah, schön. Echt. Und nochmal. Auf geht's. Bondi. Verdammt, ich hab hier nichts aufgedeckt. Das ist halt echt kacke. Preise als diese werdet ihr nirgends finden, meine Freunde. Schaut meine Waren und seht es gerne. Ich hab keine Ahnung, wohin ich gehen soll. Lauft ihr mal vor, komm. Dann folge ich dir jetzt einfach. Hey, ihr piept's wohl. Ey, Mann! Wieso denn? Wieso? Weil ich einen Behinderten... Lass mich doch in Ruhe, du blöder Spast, Alter, du blöder Ländiger. Alter, er lässt wieder die Scheiße fallen und er rennt mir wieder hinterher. Hey, Junge, 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 Junge. Gute KI, gute KI. Die rennen immer in mich rein und ich bin der Depp. Verpiss dich, guck, wie er wieder auf mich zusteuert. Blöder Idiot. Außerdem bin ich eine Wache. Normalerweise sollten die sagen, oh, scheißegal. Ah, da ist der Spanier. Da ist er ja. Ihr habt es wirklich? Und keine Verfolger? Absolut. Alles ist perfekt gelaufen. Wir haben eure Befehle genauestens befolgt. Die Mission in Zypern war schwieriger als erwartet. Es gab Komplikationen. Aber wir haben das Artefakt beschafft. Und wir haben es vorsichtig zu euch gebracht, genau wie befohlen. Wir freuen uns schon auf unsere generöse Belohnung, die ihr euch sicher bereits überlegt habt. Worauf wartest du, Kurier? Okay. Ja. Was? Oh. Ezio, es ist lange her. Nein, nein. Überlass den mir. Oh, schade. Rodrigo, also, wo ist er? Wer? Euer Prophet. Es ist wohl niemand erschienen, Rodrigo. Wie viele Menschen sind dafür gestorben? Für den Inhalt dieser Kiste? Und seht! Es ist niemand hier. Ihr behauptet nicht zu glauben? Und doch seid ihr gekommen. Seht ihr ihn nicht? Der Prophet ist hier. Ich bin der Prophet. Ach so. Nun gebt mir den Apfel. Kommt und holt ihn euch. Okay. Komm her, Spanier. Au. Okay. Ah, erwischt! Na komm schon! Zack, und wieder eine in die Rippen rein. Okay, das war auch nicht schlecht.
Komm schon, Spanier! Zeig, was du drauf hast! Okay, jetzt. Zack! Verdammter Hund, verdammter Elendiger. Ihr werdet sterben. Das verspreche ich euch. Au! Okay, vielleicht werde ich auch sterben. Egal. Alter! Verdammter Hund! Ich hab ausgewichen! Verdammt! Egal, ab in die Ecke mit dir! Bam! Hätte ich ein besseres Schwert gekauft, wäre es vielleicht besser gewesen. Egal. Ich erledige dich auch mit einem niederen Schwert. Zack, zack, zack! Na komm! Bam! Und wieder auf die 12. Ja, und das war's. Ist das alles, was ihr habt? Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Wache! Was? Du bist ein Feigling. Du bist ein Feigling. Du bist ein elendiger Feigling. Jetzt holst du auch noch deine Leute, ja? Bin denn zu ihr fett? Ja, da. Weg. Ja, genau, macht euren Meister kalt und nicht mich. Alter. Jetzt, Brüder. Na, hab ich dich erwischt wieder, hä? Aua. Ah. Verdammter Elendiger. Schnell. Und auf die 12. Und tschüss. Okay. Nein, gegen dich wollte ich nicht kämpfen. Gegen dich, gib mir das Stöckchen. Jetzt mach ich zack. Onkel! Keine Sorge, Neffe. Du bist nicht allein. Wolpe? Was tut ihr denn hier? Na, wir könnten euch wohl dieselbe Frage stellen. Hier. Spart euch die Fragen, Bruder. Lasst Borgia nicht mit der Kiste entkommen. Alles Assassinen. Alles Assassinen. Los, lasst ihr nicht entkommen. Au. Oder? Jetzt. Wer denn hier? Noch mehr. Zack! Mach ihn fertig, Ezio! Wir sind hinter euch! Ja, ich versuch's. Lass dir nicht gekommen. Schlagt auf ihn ein! Geh weg! Lass mich durch! Ehrlich, ihr könnt nicht aufhalten, was geschrieben steht. Ah ja, kann ich nicht. Ah, lass mich. Schaut, meine Freunde! Unser Ezio ist ein echter Krieger geworden! Aua. Oh, mach doch mal den mit dem Stöckchen hier kaputt. Mein Gott, geht er mir auf die Zeiger. Komm, gib mir das her. Und jetzt geh drauf, du Penner. Schön, ich durchbohr dich. Diese Schlacht werdet ihr verlieren. Ja? Komm her. Komm her jetzt. Schwätzt nicht so viel. Dieser Krieg dauert schon viel länger, als wir beides uns vorstellen können. Jetzt kannst du nichts mehr machen. Spieß dich auf wie ein Schwein. Krieg für mich ein bisschen. Das ist absolut, absolut wunderbar. Und er hört nicht auf. Alter, ich kann ihn nicht blocken. Gottverdammter Penner, block das doch. Doch. Zack, zack. Und stirb! Eure Brüder mussten nicht sterben. Das tat ich einfach so. Es gibt jetzt reicht's. Keine Gnade, wenn man es mit den Templern anlegt. Das war's. Das ist für meinen Vater. Oh. Er haut wieder ab. Paola. Er ist fort. Aber wir haben, was wir wollten. Ach so. Nein. Ich muss ihm hinterher. Genau. Ich jetzt?
Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora! Was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr, Ezio. Hoffen, dass der Prophet erscheint. Ich kam her, um den Spanier zu töten. Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein, aber ihr kamt. Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchen. Großer. Wer seid ihr? Niccolo Di Bernardo dei Machiavelli. Ich bin ein Assassine. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen hier. Ihr seid alle Assassinen? Warum? Ja. Wolpe. Es ist wahr, Neffe. Wir haben dich alle geführt seit Jahren. Haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Er guckt wie so ein begossener Pudel so. Was? Alle Assassinen? Jetzt bin ich ja gar nicht mehr allein. Lashea Wake und Mutlak Bail Kolun Munkin. Dies sind die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenket. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenket. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Nice. Es wird Zeit. Gänsehaut. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. Hui, hui. So, wenn er vorher ein Assassine war, der verdammte Bortinelli, warum kann er jetzt plötzlich den Adlersprung und vorher nicht? Egal, muss nicht wissen. Das war's. Edenapfel erhalten. Venezianischer Umhang erhalten. Sequenz 11 beendet. Oh yeah. Alles okay? Besser aufhören? Nein, ich muss zurück. Sofort. Was ist jetzt? Achso, es geht wieder zurück. Oh Mann. Was ist los? Aber klar, wie konnte ich das vergessen? Willst du uns nicht einweihen? Rodrigo Borgia wurde 1492 zum Papst gewählt. Das bedeutet, dass Ezios größter Feind nun auch der mächtigste Mann Italiens ist. Wollt immer schon in den Vatikan. Dann hast du Glück, Desmond. Freu dich. Genau da führt deine Reise hin. Was? Faszinierend. Total faszinierend. Was ist es, Leonardo? Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde? Es besteht aus Materialien, die es nicht geben sollte. Und doch handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier. Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Ja,
Das darf niemals in die falschen Hände gelangen. Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Ezio, nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Forlì. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Dank dir für alles, mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. Okay.